Es ist doch erstaunlich, was man alles so aus den Schalen von den Pistazien herstellen kann. Diese kleinen Blüten sind daraus entstanden. Sie sind schnell und einfach zu basteln. Eine Perle von einer Perlengirlande stellt die Blütenmitte dar. Viele von diesen Blüten sind auf einem Zweigbündel platziert. Ich bin selber von dem Ergebnis ganz begeistert. Das Bündel schmückt Tische, Regale, Treppenstufen und vieles mehr. Viel Spaß beim Basteln! Für das Motiv benötigt ihr nun folgende Materialien. Ein Zweigbündel, eine Perlengirlande, eine Nagelschere, Pistazien und Fotokartonkreise mit einem Durchmesser von 2,3 cm in Beige. Dazu noch einen Heißkleber. Für das Motiv benötige ich jetzt einige von diesen Blüten. Die entstehen folgendermaßen. Zuerst brauche ich die Schalen von den Pistazien, die öffne ich. Manchmal ist hier noch so ein bisschen so eine Haut, die kann ich dann entfernen. So. Dann nehme ich mir einen Fotokartonkreis und klebe 5 Schalen um diesen Kreis so herum, dass in der Mitte für die Perle nachher noch eine Öffnung da ist. So, der Kleber muss jetzt erst noch ein bisschen trocknen. Ich habe hier noch eine Blüte, die habe ich schon fertig. Da wird nur noch die Perle eingeklebt. Da gebe ich so ein bisschen Klebstoff auf und drücke sie in die Mitte hinein. Und schon ist meine Blüte fertig. Wenn ihr an weiteren Bastelideen von mir interessiert seid, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.